Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Ja, Freunde, es brennt. Wir haben unser Heimatgebiet erweitert, um das Kraftwerk zu schützen. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern die Mauern hier dem Ganzen standhalten werden. Von daher gucken wir uns das mal an, dass das hier zumindest nicht zu nah an uns herankommt. Ah ja, wir wissen Bescheid. Und es wird immer wieder ausgetreten. Das sieht aber schon mal ganz gut aus hier, glaube ich. Layton hat sich erholt. Das bedeutet, das Ganze wird natürlich wieder zu Laytons Raum. So. Dass der sein Zimmerchen hat. Die anderen haben sich ihre Betten gesucht. Teppichherstellung. Schalte Teppiche frei. Hiermit kann die Umgebung der Kolonisten verschönert werden. Das ist gut. Und was haben wir denn noch? Dörrfleisch. Ja, aber gut für Reisen. Wo reisen wir denn hin? Teufelsgarnpilz. Ein langsam wachsender Pilz, aus dem man eine wertvolle Pflanzenfaser gewinnen kann. Statt Baumwolle oder als Ergänzung zu Baumwolle könnten wir das benutzen. Feuerbestattung. Schaltet das Krematorium frei. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Leichen und Gegenstände können verbrannt werden. Löschschaum. Um Flammen abzuhalten. Ja. Oder wir gehen nochmal hier auf den Mörser. So, wir halten uns das Feuer hier fern. Das brennt mal ordentlich was nieder, aber das müsste doch eigentlich dann Fruchtbarkeit 100%. Sagt man doch so, oder? Ein reinigendes Feuer. Verzeihung. Wir haben immer noch keinen Räusperknopf. Dass die Erde dann fruchtbarer wird, aber... Oh, das ist ja heftig, ey. Der ganze Planet brennt. Krass. Richtig krass. Aber jetzt regnet es. Auch wenn hier nochmal ein Blitz eingeschlagen ist. Es regnet, Freunde. Und das Feuer wird gelöscht. Na bloß gut. Aber gut, dann würde ich jetzt gerne das Heimatgebiet wieder ein bisschen verkleinern. Erstmal. So. Vielleicht, ha? So. Okay. Läuft. So, was macht unser neues Lager hier? Hier kommen die Sachen rein, das ist doch schon mal gut. Es blitzt und donnert. Hier ist am Start, wir haben wieder Feuer. Aus unserer Baumwolle hier. In Mitleidenschaft zieht, gar nicht gut. Ich möchte das mal probieren mit Lumi. Layton geht jagen, ist auch okay. Kann ein bisschen üben, schießen üben. Weil wie wir sehen, hat er es wirklich nötig. Alter Falter. Hat gebraucht. Es ließ sich nicht zähmen, also wurde es getötet. Und Misby schnappt sich das Ganze. Und macht da gleich mal was Leckeres draus. So, wir wollten natürlich hier das Lager nochmal erweitern. Für mehr Platz. Wir sind trotzdem noch bei minus 5 Grad. Wir haben ja hier unsere Doppelkühlung. Bei den Hitzewellen natürlich ein bisschen mehr zu tun hat, aber das passt schon so. Wir haben 4 Bauteile. Schlechte Laune schon wieder weg. 4 Bauteile. So, hat man nicht noch mehr hier?
Hier sind noch Bauteile, jawohl. So, da gucken wir mal. Koch, das ist gut. Baut Schiefer ab. Nein, da sagen wir mal, priorisiere trägt Bauteile. Snipe soll, kann nicht tragen. Soll auch mal die Bauteile noch holen. Und Otschan, bitte ebenso. So, dass wir die Bauteile hier mal klar kriegen. Und hier haben wir Silber rumliegen. Was wir uns dann auch zeitnah mal holen sollten. Nicht, dass das jemand klaut. Ja, nicht schön. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch Bauteile. Die sind noch ein bisschen näher dran. Kommen die denn jetzt plötzlich alle her? Die immer übersehen? Schlimm, 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 schlimm. So, ansonsten. Guck mal, Lumi macht jetzt hier. Ja. Lumi macht auch Bier. Das ist gut. Hungrig. Aber isst jetzt was. Gucke mal. Leckere Mahlzeit gegessen. Sehr gut. Kein eindrucksvoller Schlafraum. Na, eindrucksvoll ist der nicht. Aber schön. Also, mal ehrlich. Wie viel denn noch? Ein schöner Schlafraum. So, was macht denn hier eigentlich unser Künstlertisch? Aufgabe hinzufügen. Tja, machen wir mal gleich. Machen wir mal eine kleine, hä? Make a small. Details. Also, wir wollen natürlich kein Gold dafür benutzen, kein Plaststahl, kein Silber. Jade finde ich auch nicht so gut. Ganzen Steinblöcke, die kann er benutzen. Uran will ich nicht. Stahl. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 70 Materialien. Nix an minimalen Fähigkeiten. Aber die ganzen Blöcke soll er benutzen, ne? Holz als Rohstoff und Stahl eigentlich auch nicht. Oder doch, Holz. Von mir aus. Achso, produziere. Produziere für immer, oder? Ach, machen wir erstmal 10 Mal. Gucken wir mal, das müsste eigentlich, meine ich, hoffe ich, Lumi machen, oder? Künstler. Machen wir sie mal auf die 1. Otschan. Irwin macht das, wenn er nicht gerade Bauarbeitet. Soll er machen. Ist er nämlich gar nicht so schlecht. Und Otschan ist auch hauptsächlich erstmal Mechaniker zum Reparieren. Träger, Forscher und dann auch Künstler. Nee, Träger und Reiniger, natürlich. Okay. Jo, so passt das. Feuerwehrmann geht nicht. Dann machen wir aber auch nochmal eine 1 hin. Und auch Bettruhe machen wir mal auf 1. Aufseher wäre sie gar nicht so schlecht. Können wir aber lassen. Obwohl, sie hat da eine Leidenschaft für. Also lassen wir es ruhig mal drin. Kochen und Jagen. Schon okay. Und Lumi macht, was sie machen soll. Dauert allerdings sehr lange, seht ihr hier. Noch länger als die Forschung. Krass. So, wir gucken mal, ob wir noch... Bauen wir noch ein paar Gräber? Gebiet freigelegt. Das gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns vielleicht gleich an. Okay. Haufenweise Stahl auf jeden Fall. Und zum Glück sonst nichts Schlimmes. Das ist gut. Und das Silber wird genommen. Sehr gut. Weil sie jetzt nämlich hier nämlich soweit fertig sind mit dem Ganzen. Genau. Okay. So, Bauteile haben wir 12. Das bedeutet, wir könnten mal überlegen, ob wir handeln, Freunde. Indem wir, guck mal, das machen wir mal aus. Das verbraucht ja nur Strom. Batterien sind aber voll.
Das kann mal weg. Und dann bauen wir mal... Bauen wir mal hier so eine Funkanlage hin, oder? Bauen wir hier hin. Zack. Er hat denn jetzt schon wieder schlechte Laune? Und wenn ja, warum? Layton. Layton ist schwer zufriedenzustellen. Bisschen nervöser Typ. Zusammenbruchschwelle plus 8%. Ja. Was kann man denn für dich Gutes tun? Ohne Tisch gegessen. Zurückgewiesen von Kanim. Trägt zerrissene Kleidung. Ist aber auch vergnügt jetzt. Also es geht schon. Kanim ist halt ein bisschen schwierig. Oh, was haben wir denn hier? Ein totes Alpaka. Das können wir uns ruhig auch schnappen. Medizin wird noch geholt. Sehr, sehr gut. Gold ist da. Ist auch gut. Und die Bauteile haben wir auch genug, um das Ding da zu bauen. Okay. Ist der Strom aus? Das ist auch in Ordnung so. Snipe muss schlafen. Wunderbar. Warum liegt denn das Fleisch hier rum? Warum ist es hier so dreckig? Freunde, was tut ihr? Rottet in einem Tag. Lagerzone nochmal erweitern. Minus 5 Grad können hier locker gehalten werden. Irgendwie trägt das keiner so richtig gerne. Wenn sie nichts baut, soll sie immer tragen. Eigentlich haben wir genug Träger, oder? Ja, sollte eigentlich passen. Halt ein bisschen dreckig, ne? Stark verschmutzt. Aber früher oder später wird das schon wieder gut werden. Irwin nutzt seine Freizeit, um hier ein bisschen zu spielen. Das ist auch in Ordnung. Na, guck mal, luxuriös, gemütlich. Richtig gemütlich, leckere Mahlzeit. Das ist fein. Soll er mal machen. Und auch Snipe spielt mal eine Runde. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Die soll natürlich gut gelaunt bleiben. Das ist wichtig. So, jetzt haben wir das Ding fertig. Und jetzt? Brauchen wir noch so ein orbitales Funkfeuer, richtig? Richtig, also orbitales Funkfeuer. Machen wir mal hier rein. So. Und dann können wir das Lager nämlich gleich so ein bisschen anpassen. So, das braucht natürlich noch Strom, den wir hier aktuell nicht haben. Den legen wir da mal rein. Und damit wir es gleich schön machen, machen wir es gleich mal hier rein. So. Sehr gut. Na, dann legen wir hier in die Wand nämlich gleich das Strom rein. Das Stromkabel. Der Strom. Das Stromkabel. So, Forschung abgeschlossen. Mörser. Ich würde sagen, wir warten mal ein Momentchen mit der weiteren Forschung. Dann haben wir nämlich Kapazitäten für andere Sachen. So. So, Einsturz. Was ist da eingestürzt? Oh. Schlecht. War natürlich schlecht. Jemand verletzt? Nein. Waren wir zu schnell. Mir ist schon öfter passiert, zu schnell hier die... Hier was eingestürzt, glaube ich, oder?
Ah, der ist richtig fix, der Irwin. Sind da jetzt trotzdem ein Dach? Ja, weiß ich jetzt nicht, wie überdacht das Ganze ist. Also hier ist kein Dach, das ist gut. Ich glaube, das passt. Innen, alles innen. Sehr gut. Guck mal, hier wird sauber gemacht. Hier sind auch die Kotzflecken weg. Prima, prima. So, jetzt wollen wir den Strom da noch reinlegen. Dann können wir schon mal mit anfangen. Den legen wir hier gleich durch. Warum denn nicht? Immer gut. So. Okay. Haben wir hier schon mal verbunden, die ganze Geschichte. So. Der kriegt aber Erzeuganlager um dieses Gebäude, dass der. Ach so, das kann man machen. Das ist ja cool. Na, geht nicht so richtig, ne? Vitales Funkfeuer, Erzeuganlager. So, warte mal. Einstellung kopieren. Brauchen wir nicht, oder? Haben wir jetzt hier zwei Lager? Nein, ist nur ein Lager. Wollen wir das manuell einfach ein bisschen machen? So, einfach. Wusste ich ja nicht, dass man das mit einem Klick so einfach machen kann. So. So geht das aber auch. Und dann wird das da reingetragen. Wunderbar. Und wir brauchen trotzdem noch Strom, weil das reicht irgendwie nicht. Also müssen wir da doch nochmal Kabel reinlegen. Nutzt ja alles nichts. Aber ist im Lagerraum vielleicht auch nicht so schlimm, wenn da mal ein Stromkabel ist. So, guck mal, haben sie schon umgebaut, spitzenmäßig. Das läuft. Und jetzt können wir jetzt handeln hier. So, wir haben jetzt hier draußen Leder. Hier haben wir das orbitale Funkfeuer. Und da liegen auch Sachen drin, so zum Beispiel Bauteile oder auch Jade, ja. Silber, viel Silber, doch gut. Wie sieht's denn aus mit so einer Skulptur? Ja, das dauert halt, ne? Das dauert. So, Funkanlage, wie geht denn das jetzt? Fraktionen hier. Welt, ah ne, Fraktionen. Stadt der Outlander, mit denen sind wir gut. Und mit Schreiber der Dorf. Beschreibung. Erlaubt den Kontakt mit Fernhändlern. Orbitales Funkfeuerwerk. Vielleicht müssen wir da einfach mal jemanden hinschicken. Das ist doch eine gute Idee. Das probieren wir jetzt mal. Oder ich würde sagen, wir machen es in der nächsten Folge. Wir suchen uns wieder jemanden aus, der schön sozial ist. Das müsste eigentlich sein. Gucke mal. Schalten mal ganz schnell durch. Genau, und da haben wir hier unseren guten Snipe. Oder auch Gavriel. Aber Snipe ist eigentlich ganz gut. Ja? Und da wird Snipe nämlich mal handeln.
Wir versuchen es einfach mal. Gucken mal. Ich glaube, wir müssen denen dann erstmal was bezahlen, damit sie uns überhaupt erst anhören. Von daher wäre ein bisschen Silber noch ganz cool. Aber alles weg. Schade, schade, schade. Ist alles nur Stahl. Stahl. Ah, ich gucke nochmal kurz rum hier. Hier sind die Bauteile, die sind auch weg. Hier oben waren noch irgendwo Bauteile, glaube ich, ne? Nope, Stahl. Okay. Wir haben auch noch nicht so viel zum Handeln, ne? Von daher sollten wir uns vielleicht auch nochmal um einen Arbeitstisch für Waffen kümmern. Was wäre denn das mal für eine Idee? Eine Schmiede. Werkzeuge und nicht mechanische Waffen, das finde ich gar nicht so schlecht. Und die Mechanik-Werkbank. Mechanische Maschinen wie Waffen oder Mechanoiden gebaut und zerlegt werden. Mechanische Waffen. Mechanische Maschinen wie Waffen oder Mechanoiden. Naja. Ich fange mal erstmal mit einer Schmiede an. Guck mal, was die uns so bringt. Könnte sogar hier hin. Sollte passen, oder? Zack. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.